Conor MC Gregor kann Khabib Nurmagomedov fast dankbar sein. Der Prügelskandal, den der Russe und seine Entourage bei UFC 229 auslösten, zog nach dem Mega-MMA-Fight fast alle Aufmerksamkeit auf sich und lenkte weitgehend von einem für MC Gregor unerfreulichen Detail des Kampfes ab, seiner Niederlage. Für den Iren, der sich in den vergangenen Jahren zum zugkräftigsten UFC-Star aller Zeiten, zu einem globalen Superstar entwickelt hat, war es nicht der erste sportliche Rückschlag in der jüngeren Vergangenheit. Schon im März 2016 hatte er gegen Nate Diaz seine erste Niederlage bei der UFC kassiert, auch in seinem großgehypten Boxmatch gegen Floyd Mayweather zog er den kürzeren. Muss man sich Sorgen um MC Gregors Karriere machen? Nein, MC Gregor vs. Khabib, ein großer Zahltag via Twitter hat der entthronte Leichtgewichts-Champion, der vor dem Khabib-Fight fast zwei Jahre nicht im Oktagon stand, bereits seinen Wunsch nach einem Rückmatch bekundet. Es wird letztlich im Interesse aller Beteiligten sein, es einzufädeln. Die Promotion erhofft sich 3 Millionen Pay-Per-View-Käufe von UFC 229, es wäre ein Rekord für die UFC und die dritthöchste Quote für ein Sportereignis überhaupt hinter dem Boxkampf zwischen Mayweather und Manny Pacquiao, 4,6 Millionen, und Mayweather vs. MC Gregor, 4,4 Millionen. Das Interesse an einem Rückkampf gegen Khabib dürfte nach den Ereignissen am Wochenende noch größer sein, auch wenn die Neugier mal wieder auf fragwürdige Weise geweckt wurde. Wir haben den Kampf verloren, aber die Schlacht gewonnen. Und der Krieg läuft noch, dichtete MC Gregor bei Twitter. Man kann es so sehen. Verbleib bei UFC logische Option. McGregor hatte durch seine lange Abwesenheit bei der UFC die Spekulationen wuchern lassen, ob er sich nicht ein anderes Betätigungsfeld suchen würde, eine Vollzeit-Boxkarriere, ein Wechsel nach Hollywood oder, wie Ronda Rousey, zur Wrestlingliga WWE. Der Notorious One schloss aber letztlich einen neuen, über 6 Kämpfe laufenden und angeblich hochlukrativen Deal mit der UFC ab. Aus finanzieller Sicht und nur die Zeit für den Selbstvermarktungskünstler, war es die logische Entscheidung. Im Boxen könnte er nur durch einen Rückkampf gegen Mayweather noch einmal einen so großen Zahltag erleben. Einen Karrierewechsel zum Showkämpfer ist vielleicht eine Option für später, wenn seine UFC-Laufbahn so erloschen sein sollte wie die von Rousey. Davon kann jetzt trotz der jüngsten Niederlagen nicht die Rede sein. Anzeige MC Gregor vs. Khabib, der Mega-Fight im Re-Live auf der ZN, jetzt Probemonat sichern nochmal gegen Floyd Mayweather. Bei UFC hat MC Gregor neben einem Khabib-Rückkampf noch diverse attraktive Kampfoptionen, die er vor dem Fight bei ESPN selbst durchgespielt hat. MC Gregor hatte seinem Erzrivalen Diaz ein drittes Duell in Aussicht gestellt. MC Gregor gewann im August 2016 den zweiten Kampf nach Punkten. Außerdem sind Kämpfe gegen diverse Stars vergangener Tage im Gespräch. MC Gregor selbst nannte den früheren Mittelgewichtschampion Anderson Silva, auch der frühere Weltergewichtschamp George St. Pierre meldete kürzlich Interesse an einem Kampf gegen MC Gregor oder Khabib an. Im Raum steht außerdem, ob Mayweather sich auf eine Revanche unter MMA-Regeln einlässt. MC Gregor zeigte sich auch offen für einen zweiten Boxkampf. Was immer MC Gregor als nächstes tut, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wird ihm wieder gewiss sein, lesen Sie auch. MC Gregor Bezwinger und Bärenwrestler Khabib als Buhmann Gregor vs. Khabib, die UFC-Schande und ihre Folgen. MC Gregor Gegner rastet komplett aus.